Schritten ab. Und gib mir die Moves, gib mir die Moves. Das ist krass, krass. Nein, nein. Wow. Boah, Alter, nicht das. Schicki, schicki. Und. Hi Leute und herzlich willkommen zum neuen Vlog. Diese Woche habe ich Motto-Woche. Surprise. Und ich habe mich schon fertig gemacht. Ich habe mich geschminkt und meine Haare so gemacht. Einfach Topf und geflochten. Denn heute ist Thema Pyjama. Ja, Leute. Ja, ich habe mich geschminkt trotzdem. Was wollt ihr machen? Was wollt ihr machen? Das ist mein Outfit. Ich ziehe es jetzt mal schnell an. Und dann habe ich es an. Ja, ja. Also Leute, das ist jetzt mein Pyjama, den ich jetzt... Ja, ich finde es eigentlich ganz süß. Ist entspannt, also... Montags mit Pyjama zur Schule, ne? Nimm ich. Deswegen, ja, das ist mein Outfit. Deswegen, heute ist jetzt hier kein großes Klempem, weil... Ich musste ja nicht viel machen. So sieht auf jeden Fall aus und jetzt gehe ich jetzt mal unten und frühstück was. Achso, und ich habe mir, by the way, noch so eine Schlafmaske von meiner Mutter geborgt. Und die werde ich mir dann hier so aufsetzen. Das mache ich jetzt noch nicht. Das mache ich erst, wenn ich in der Schule bin, weil... Ach, keine Ahnung, weil es halt so ist. Aber das ist super cool. Auch mit dem Rosa. Ist zwar nicht dasselbe, aber ist ganz cool. Vielleicht wertet das ein bisschen auf und zeigt noch mehr, dass ich ein Pyjama heute trage. Ja. So, ich bin jetzt gerade dabei, mir hier ein Porridge... anzurichten. So, das war heiß. Scheiße. Na gut. Ist ja auch egal. Aber ich mache gerade auf jeden Fall Porridge und Kaffee. Und Leute, schaut doch mal. Achso, beides. Neue Tasse. Ah, und wie schön die von innen aussieht. Ich kann es jetzt nicht so gut zeigen. Aber, ah, wie schön, bitte. Oh, meine Stimme. Und die ist auch neu. Die ist zwar eher ein bisschen basic, aber keine Ahnung. Bei Pinterest, wenn Leute da Porridge essen, dann essen die es irgendwie immer aus so einer Schale. Ja, Leute. Und ich bin ein Geschirr-Opfer. Also ich, alles an Geschirr. Ich nehme das. Ich liebe das. Tassen, Teller, Hammer. Damit kann man mich glücklich machen. Es ist ja doch egal. Aber ich mache jetzt erstmal hier mein Essen fertig. Wenn es hier noch klappt, dann zeige ich euch es weiter. So, Leute. So fresh sieht es jetzt echt gar nicht aus. Ich habe Granatapfel, keine Leinsamen und Erdnussbutter. Nee. Mandelmus. Wow. Und Kaffee. Habe ich doch vorhin schon gezeigt. Ist mir jetzt auch egal. Ich werde das jetzt essen. Mir ist gerade mal aufgefallen, dass ich das Licht hier viel lieber mag. So. Jetzt drehe ich noch ein paar TikToks ab. Weil ich habe noch Zeit, bis ich los muss. Und dann dachte ich mir, nutze ich die Zeit jetzt, um schon mal TikToks vorzudrehen, damit ich die nachher posten kann. Weil bei TikTok versuche ich jeden Tag TikToks zu posten. Bei YouTube, achso Leute, ja, übrigens, sorry, dass jetzt eine Woche lang nichts gekommen ist. Ich hatte eine Idee, aber es ist nicht zustande gekommen irgendwie. Ja, und jetzt habe ich Motto-Woche und ich dachte, das nehme ich jetzt als Anlass, um hier einen Weekly-Vlog Motto-Wochen-Vlog, keine Ahnung, was zu drehen. Deswegen surprise, here I am once again. Und ja, keine Ahnung. Also ich hatte ja angekündigt, dass ein Mukbang mit meiner Mutter kommt. Kommt auch. Und das war auch meine Idee von letzter Woche. Aber irgendwie, ich habe eine busy woman hier zu Hause. Die Mutti, die hat zu tun. Deswegen, ja, mal gucken, wann es zustande kommt. Aber es wird kommen, Leute. Es wird kommen. Mutti mit dem Petto. Never mind. Ich habe gerade die ganze Zeit versucht, TikTok zu drehen, hat sowieso nicht geklappt. Also da ist nichts bei rumgekommen, sag ich mal so. Und jetzt muss ich auch demnächst los. Deswegen gehe ich jetzt nochmal runter und mache hier alles ready. Und dann geht's für mich auch los. Und Leute, die Hose. So, da müsste ich jetzt echt nochmal kurz erstmal mit euch drüber reden. Warte mal. Ich muss jetzt hier mal ganz ehrlich mit euch sein. Die Hose, oh, man sieht es im Spiegel vielleicht, die ist super eng einfach. Sag ich jetzt mal, ich kann ja jetzt nicht einfach eine andere Hose dazu anziehen. Das sieht ja total beschissen dann aus. Ich habe auch keine andere Hose, die ich dazu anziehen könnte. Meine graue Jogginghose habe ich gestern erst in die Wäsche getan. Aber sieht doch nicht. Guck mal hier. Oh, Scheiß! Nein, 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 nein. Und das sieht doch jetzt auch
irgendwie ein bisschen aus wie zusammengepresst oder was. Aber ich muss halt das jetzt anziehen, weil ich hab nichts anderes. Ich versuchte die ganze Zeit schon so ein bisschen zu lockern. Also. Aber gleich habe ich hier einen Riss in der Hose und dann bin ich durch. Leute, ich bin da. Also es ist da, ich bin geparkt und jetzt gehe ich zur Schule und ich habe die Hose jetzt angelassen. Ich muss es jetzt irgendwie überleben, wenn man Peppes nachher rausguckt, dann kann ich da auch nichts machen. Leute, ich bin jetzt in der Schule und die aus meinem Jahrgang, die haben sich alle so krass verkleidet. Also. Also schon crazy. Was tragt ihr heute? Schlafanzug, Hello Kitty. Hier, so mache ich. So, Schlafanzug ist also von meiner Mutti und Pulli. Und den Rest. Und neue Schuhe! Neue Schuhe! Ja, also Nackenkissen und Adilette. Die Accessoires habe ich zu Hause vergessen. Scheiße. Hey. Und Ball. Hey. Was war das denn? Ich hatte echt die Finger im Bild. Ich habe eine Schlafmaske auf. Ein schönes Obi an. Jogging. Und schmutzige Schuhe. Mega geil. Mega geil. Ich bin da nicht so drin im Bild. Leute, ihr wisst nicht, was gerade passiert ist. Ich habe einen Parkzettel bekommen. Ja. Eine Abmahnung! 20 Tacken muss ich blechen jetzt. Mist. Oh Mann. Naja, gut. Geld ist da, um es auszugeben, oder? Ja. Geld ist nicht. Von der Stadt schenkst du Geld. Yeah. Geld regiert die Welt. Wie du mir auf die Schulter gekommen. Regiert noch nicht. Ja. Ah, das habe ich gar nicht gecheckt. Leute, echt nicht meine Lache beachten. Okay. Geld reagiert die Welt. Ey, das hat mich jetzt. Boah. Leute, zweiter Tag der Mathewoche und heute ist das Thema Geschlechtertausch. Ich muss dazu sagen, ich finde das Thema ein bisschen schwierig, weil, also ich sag mal so, so wie ich das Thema jetzt auch umsetzen werde, ist halt einfach so dieses Klischee-Geschlechtertausch. Abgesehen davon, wie viele Geschlechter es gibt oder auch nicht, finde ich einfach, dass es auch kein Klamottenstil gibt, der jetzt eher Mann oder eher Frau ist. Aber wie gesagt, ich mache das jetzt klischee-mäßig, weil sonst kann ich halt eigentlich auch einfach kommen wie jeden Tag. Deswegen ja, nicht zu ernst nehmen oder so. Ich bin da selber ein bisschen so, ne? Aber ich zeige euch jetzt trotzdem mal, was ich heute anziehe und was ich mir so gedacht habe. Und ja. Also, ich habe mir einmal, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann habe ich hier so eine Cappy, die setze ich so auf. Ja, alles klar, genau, irgendwie so. Dann habe ich hier einen Pulli. Den ziehe ich an. Baggy Jeans. Ich zeige es euch gleich sowieso nochmal angezogen. Und darüber dachte ich, passt gut eine Weste und dazu ziehe ich auch noch eine Bauchtasche um. Ich habe überlegt, ob ich mir noch so einen kleinen Schnurrbart mal, aber ich wüsste nicht, wie ich es mache. So ganz leicht vielleicht? Noch nicht. Mal gucken. Also Leute, das ist mein Outfit. Und dann ziehe ich noch ganz normale Turnschuhe dazu an. Also ist jetzt auch nichts so spektakuläres. Die Cappy sitzt halt irgendwie auch total kacke. Keine Ahnung. Die Tasche gehört nicht dazu. Nee.
Ey, 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 und gib mir die Moves, gib mir die Moves. Und Time Jump. Doppel C, ja. Es ist sick, ja. Was geht, Condi? Keine Bitch, gerade zu wie ein Pony. Ich hab Mann, ist mein Pony. Sie macht Sport, ja, sie hat gute Condi. Keine Bitch, gerade zu wie ein Pony. So, Leute, neuer Tag, neues Motto. Und heute ist das Thema Kindheitshelden. Ich weiß nicht, ob ihr so weit kennt, was es ist. Ja, Minnie Maus, Mickey Maus, was auch immer. Und ich habe mir jetzt hier noch so was gesehen. Ich dachte, das ist ganz süß. Ja, passt jetzt nicht so zu Minnie Maus an sich, aber ach, Leute, ja, einfach mal machen. Und ich ziehe mich jetzt um. Und das ist meine Frisur. Und ich ziehe jetzt das Kostüm mal an. Okay, ich ziehe das Kostüm jetzt mal an. So, Leute, das ist mein Outfit. Ist es gottlos? Ich weiß nicht. So sehe ich auf jeden Fall aus. Und dann ziehe ich den auch erst in der Schule auf und so. Und dann geht's los. Aber ich bin eigentlich relativ zufrieden mit dem Outfit. Es ist halt ein Kinderoutfit, ne? Es hat 15 Euro gekostet. Also der Rock und so, der ist halt wirklich super klein. Und der ist auch super durchsichtig, deswegen musste ich auch eine Hose drunter ziehen. Ja, gut. I go. Okay, du. Was bist du heute? Kindheitshelden? Was bist du? Ich bin Emily Erdbeer. Yeah! Und ihr beide gehört ja zusammen. Wer sonst, ne? So. Minnie Maus. Schicki, schicki. Oh, und es ist arschkalt. Es ist arschkalt. Ah. Ich spiel noch die Klöten ab. Was da? Wer sind Sie? Ich bin nicht, ich bin Vanessa von den Wilden. Ja. Ey, das erkennt man direkt. Hat man direkt erkannt. Ich hab auch noch hier Wild. Ich hab da geklingelt, aber ich hab da auch noch einen Tiki. Hier einen Sound. Mit Emily Erdbeer mit dem Intro. Das haben wir auch was mit Minnie Maus. Eigentlich können wir auch noch einen TikTok machen. Wer macht mit mir einen TikTok? Leute, neuer Tag, neues Thema. Könnt ihr mal raten, was ich bin? Ja, ich bin eine Rentnerin. Ich bin eine kleine Omi. Ich habe hier ganz viel Schmuck, weil es gibt doch so Schmuck-Omis. Und so eine bin ich. Und hier graues Haar und so. Brille, mein Make-up erstmal. Da bin ich super stolz drauf. Ich habe meine Augenbrauen so ein bisschen versucht, gräulich zu machen. Also ich habe halt einfach Concealer drüber gemacht. Dann so einen komischen Lidschatten. Also ich finde den gar nicht so hässlich, aber ja. Und halt die Falten, da bin ich sehr stolz drauf. Meine Nase habe ich hier so ein bisschen dunkel gemacht, keine Ahnung. Und ich habe mir so eine ganz markante Dings gemacht. Hey, das ist doch Hammer, oder? Und halt ganz viel Schmuck und hier so ganz viele Ketten und so. Und halt so ein Kleid mit Leggings und so ganz komische Socken. Halt so eine Jacke drüber und ich hab noch einen Wanderstock. Ich weiß halt nicht, das ist ja irgendwie auch ein bisschen lost, wenn ich da auf einmal mitmache. Obwohl, schon witzig eigentlich. Da muss ich mal gucken. Aber ich glaube, ich nehme den mit.
weil ist halt schon witzig. Und ja, aber ja, wenn ich heute nicht das Outfit des Tages bin, dann weiß ich auch nicht. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Heute ist halt Thema Rentner, Rentnerin und erster Schultag. Passt auch irgendwie nicht so zusammen, aber man konnte sich halt eins davon aussuchen. Und erster Schultag wurde halt nachträglich noch dazu gedingstet, deswegen. Und ich war so oder so für Rentner. Deswegen kommen wahrscheinlich die meisten als erster Schultag, weil das ist halt schon ein bisschen einfacher auch. Ne? Da muss man einfach ein bisschen kindlich aussehen und so, vor allen Dingen Mädels mit Zöpfchen und so. Aber Leute, ich rock das heute als Rentnerin, als Omi! Yippie! Und ich wollte eigentlich auch noch eine Sonnenbrille mitnehmen. Dann bin ich so eine Rave-Oma oder so. Das sieht doch ein bisschen komisch aus, oder? Nein! Das ist so gut. Das ist so gut. Ey, die nehme ich sowas von mit. Die nehme ich sowas von. Junge Leute, ich... Sorry, aber das ist das Beste der Woche. Ja! Oh mein Gott, ich freue mich. So Leute, Walk of Shame hat begonnen. Es geht, so scheiße sieht jetzt auch nicht aus. Mein Gott, man kann es rübertreiben. Aber so sehe ich aus. Ich habe auch so die ganze Sache hier in meine Jacke gesteckt. Das heißt, das sieht man auch gar nicht so krass. Aber hier mit dem Wanderstock ist halt auch schon ein bisschen komisch. Aber gut, Leute, mein Gott. Man muss auch einfach mal machen, oder? Ja. Oh gut, wir schauen mal. Schauen wir mal, was wird, ne? Was wird? Outfit-Check! Erster Schultag. Und Rentner. Oh, passt gut. Nein. Jetzt mal die Parke. Nein. Nein. Wo ist die? Also die hat es ordentlich getroffen. Die Parke war krass, oder? Die war krass, ja, aber die Haare sehen ja ähnlich aus. Oh. Ich bin eine Techno-Oma. So Leute, boah, ich kann mich so doch eigentlich echt nicht zeigen. Ich sehe aus wie ein Geist. Ich habe die Perücke auf jeden Fall abgenommen. Also auch erst in der letzten Stunde, aber da hat mir alles auf den Kopf gejuckt. Aber mal eine kurze Rückmeldung, weil ich ja meinte, wehe, ich bin nicht Outfit des Tages. Ja, falsch gedacht. Ey, die haben alle so kranke Outfits gehabt. Und was ich auch nicht gedacht hätte, ist, dass so viele das Thema Rentner halt genommen haben, anstatt halt jetzt erster Schultag. Also so viele Leute, einer aus meiner Klasse ist mit einem Rollstuhl gekommen. Richtig viele hatten Rollatoren dabei. Also das war wirklich richtig krass. Richtig gute und richtig crazy Outfits. Also ich würde trotzdem jetzt von mir behaupten, dass ich auch eins der guten Outfits hatte. Ich habe mir schon echt viel Mühe gegeben, aber da gab es wirklich Leute, die waren wirklich crazy. Also wirklich crazy. Deswegen, ja, fand ich aber richtig cool. Deswegen da noch oben von mir dafür. Aber jetzt fahre ich auf jeden Fall nach Hause und muss erstmal dieses Ganze hier abmachen. Und auch erstmal meine Haare waschen und alles, weil die sind schon... Ich habe die letzten paar Tage nur Slick-Zöpfe getragen und die meine Haare, die, wenn ich das aufmache, das bleibt so. Das kann ich nicht mehr machen. Deswegen ab nach Hause, ab unter die Dusche. Oh mein Gott, wie schön gerade die Sonne. Wie toll. Wow. Wow, wow, wow. Naja, auf jeden Fall. Ich fahre zu Hause und entspann erstmal. Aber, achso, was euch übrigens wahrscheinlich schon aufgefallen ist, aber... Also es ist ein Weekly-Vlog, mäßig, / Motto-Wochen-Vlog. Und so bei den ersten Tagen habe ich noch so gezeigt, was ich esse und so. Dann dachte ich so, ich mache jetzt wirklich nur Motto-Wochen-Vlog. Weil sonst wird es einfach viel zu lang und ich mache theoretisch jeden Tag das Gleiche. Deswegen geht es jetzt hier wirklich nur um die Motto-Woche. Ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen. Aber ja. Naja, ich fahre jetzt auf jeden Fall nach Hause. Und hol mal wieder meine Augenbrauen zurück. Naja, ist ja jetzt auch egal. Boah, ich sehe wirklich schrecklich aus. Leute, Haare gewaschen, neu geschminkt, ordentlich geschminkt.
und in der Koje. Hammermäßig. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall noch ein paar Erledigungen machen, denn morgen ist ja der letzte Motto-Wochentag. Erstmal, ich habe wohl meine Nägel wieder lackiert. Rot, beziehungsweise eigentlich ist pink, aber sieht man nicht so gut. Und ich muss auf jeden Fall noch meine Fußnägel lackieren, weil morgen werden die hohen Schuhe ausgepackt, ja? Ich habe halt in der ersten Stunde Sport, deswegen werde ich wahrscheinlich nicht mal morgen früh direkt mein Outfit zeigen können, weil ich mit meinen Sportsachen zur Schule gehe und mich nicht da tausendmal umziehe. Das heißt, ich werde mit meinen Sportsachen zur Schule gehen und mich da erst in mein Outfit umziehen. Aber schminken tue ich mich halt schon, also das wird nichts Spektakuläres, das wird genauso aussehen, aber wieder mit roten Lippen. Und ich mache mir halt morgen früh Locken. Aber ansonsten werde ich halt gleich aussehen wie sonst auch. Und das Outfit zeige ich euch dann auch morgen erst. Also auch morgen erst in der Schule, also nicht morgen früh. Und ich muss noch ein Jackett von meinem Vater klauen. Weil das möchte ich anziehen. So Leute, heute ist der letzte Tag. Ich habe jetzt meine Haare eben gemacht. Muss ich hier noch so ein bisschen ausdingsen, aber so sehen sie aus. Und ich habe den Lippenstift jetzt auch noch nicht drauf und nichts. Und ich habe auch meine Sportsachen, wie gesagt, an. Deswegen, ich kann euch jetzt hier echt gar nichts zeigen. Ich werde aber auf jeden Fall hier diesen Schmuck tragen. Die Ohrringe, die habe ich in Prag gekauft in einem Primark. Also von Primark. Dann mache ich noch so Armringe drum. Die sind von Shein. Ja. Eine Uhr. Ich dachte so, nur. Ja, Casino. Achso, heute ist Thema Casino, habe ich überhaupt erzählt, ja. Also wir haben Thema Casino, beziehungsweise alle werden halt mäßig schick kommen, weil unser Abi-Motto Cabino Royale. Ja, auf jeden Fall eine Uhr, die ist von Fossil. Und dann diese Kette, die ist von Louisa. Und dann fahre ich zur Schule und zeige euch dann, wenn ich halt in der Schule bin, wie mein Outfit aussieht. Aber was ich euch zeigen möchte, ist, wie meine Schuhe aussehen. Leute. Ich hoffe, dass ich da überhaupt noch so gut reinpasse, weil Größe 39 habe ich echt nicht mehr eigentlich. Hätte ich vielleicht mal ausprobieren sollen, ne? Ich habe übrigens gestern auch meine Fußnägel nicht mehr lackiert. Ich werde da drauf sowieso nicht so lange rumlaufen. Und dafür wird es reichen. Die sehen schon echt pornös aus. Geil. Naja, die sind es auf jeden Fall. So Leute, ich bin jetzt hier vollgepackt. Und jetzt geht es zur Schule. Meine Haare sehen echt gut aus. Ich bin proud of mich. Aber ja, jetzt geht's los. Und ihr seht mein Outfit dann gleich eigentlich schon. Aber für mich halt später. Aber gleich. Wow! So. Oh! Ui! 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 Yeah! Juhu! Wuhu! Catwalk, Catwalk, Catwalk! Ja! Wow! 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 Boah, krass, ey, krass! Krass, krass, krass! Geile Schnecke. Geile Schnecke. Maybe. Hey, it's not you. Hey, I'm just crazy. This is crazy. But here's my number. So call me maybe. Whoa. Geil, dass ich überhaupt so lange auf hohen Schuhen aushalte. Das sind mindestens schon 10 Minuten. Oh! I wear this on Monday.
Pause. Die Mottowoche ist vorbei. Ich habe jetzt eben gerade die Klausur nachgeschrieben und jetzt muss ich nämlich ganz schnell, neu wieder ready gemacht, also ein bisschen aufgefrischt. Und ich habe immer noch dasselbe Outfit an, weil, Leute, das ist doch schick, oder? Denn ich gehe jetzt mit den Mädels essen. Die Mädels, die kennt ihr noch gar nicht. Die waren noch gar nicht hier auf meinem Kanal, aber die sind ein bisschen kamerascheu. Ich hole die nochmal vor die Linse für euch, ich sag's euch. Also irgendwann mal, nicht jetzt hier heute, aber irgendwann nochmal sicherlich. Naja, auf jeden Fall gehe ich jetzt mit den Mädels essen und danach ins Kino. Wir gucken Anyone But You oder Wo die Lüge hinfällt, wie ihr es auch immer wollt. Ja, und das ist mein Outfit, wie gesagt. Halt das, was ich auch in der Schule anhatte. Ich zeig, oh, Kabel im Weg, alles klar. So. Hammer. Und wir gehen jetzt vietnamesisch essen und dann ins Kino. Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass euch dieser Vlog, Mottowochen, irgendwas, Video, Gedöns gefallen hat. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist. Daumen nach oben, ne? Und abonniert gerne meinen Kanal. Ich versuche wirklich wöchentlich ein Video zu posten, deswegen schauen wir mal, was wird. Aber abonniert mich gerne auf meinen Social Medias. Alles klar, tschüss, ne?